Na, das klingt ja nach einem fröhlichen Einstieg ins Game. Once upon a time, there was a boy, an orphan without a single toy. His name was Pete. His world was gray. Until he found a friend one day. It was no normal friend he'd found. She was but the prettiest girl in town. From that day on, the summer bore adventures every single morn. Her name was Wren, so young and gay. She even had a small piano she'd play. From sharps and flats to middle C, she taught Pete to play and read. But on one fateful evening, they went looking for some place to play. Pete and Wren stumbled through a door onto an abandoned asylum floor. And from the shadows, a face of white snatched poor Wren out of sight. Pete was not like Wren at all. He was timid, scared, and small. And this was his last farewell, for Pete into a coma fell. Ja, moinsens, Werderpöbel. Zu Neversong, einem Kickstarter-Projekt, das jetzt letztens gerade den Key rausgebracht hatte. Ich hatte das auch einmal in meiner Angekickst-Reihe angespielt. Da hieß das Spiel tatsächlich aber noch Once Upon a Coma. Und das ist jetzt released. Und ich bin sehr gespannt, wie es diesmal ist. Letztes Mal war der Anfang auf jeden Fall schon anders als jetzt, als ich die Demo angezockt hatte. Gucken wir, aber der Sinn am Anfang war ungefähr derselbe, dass man im Koma war und jetzt wieder aufgewacht ist. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Wir gucken mal. Also wie letztes Mal schon, wie bei Once Upon a Coma, wieder sehr hübsch inszeniert das Ganze. Mit sehr viel Charme, wie ich finde. Überprüfe Mailbox. Ja, Ibims. Wer denn? Der hat aber auch durchs Taschentuch geredet, würde ich sagen. Kann bisher auch nur hüpfen. Ein Spiel von Thomas Brusch und Serenity Forge. Also das Gedicht am Anfang fand ich auch sehr schön, war tatsächlich aber auf Englisch ein bisschen cooler, wie ich finde. So, ich möchte noch ungern in eine Tür reingehen. Also wir haben ja jetzt viele Türen hier gesehen. Alle mit einem Buchstaben oder mehreren oben. Ich habe oben die. Ich oben war, glaube ich, ein S. Und bisher würde es dann, glaube ich, Smile heißen, richtig? Ja, so ungefähr. Gucken wir mal, was weiter unten noch ist. Auch sehr düster. Ich muss auch sagen, das Intro. So von wegen, es könnte Leute schädigen, weil es halt sehr traurig ist. Das habe ich noch nicht mal in einem Film gesehen. Also, naja. Entwickelt von Eric Coburn. Smile. So, da haben wir es, was ich eben schon dachte. Dr. Smile. Ein bisschen was vom Slenderman. Ein Porträt, das Wort Lächeln. Ist das Pergament gekratzt? Ach, in das Pergament gekratzt, auch lesen. Lesen sollte wieder gelernt sein, Alex. Ja, das ist immer mein großes Manko. Ah, okay. Oh. Wer ist ja der Slenderman?
Der war aber vorhin nicht da, oder? Believe. Okay. Die Uhr läuft jetzt auch rückwärts. Wohin stand die still? Jetzt läuft die aber rückwärts. Okay. Hab's verstanden. Believe the. Hab's nochmal einen Anruf? Nee. Aber was diese Dinger da jetzt sind, diese roten Hüpfballen. Ganz merkwürdig. So, SMIE. Eigentlich ein bisschen Quatsch, ne? Das war etwas weird tatsächlich. Langsam verstehe ich die Ankündigung am Anfang. Aber man kriegt das mit dem EE ja gar nicht richtig hin. Aber es scheint richtig gewesen zu sein, oder? Never Song. Schien auf jeden Fall richtig gewesen zu sein. Jetzt diesen Anfang, den kennen wir nämlich auch vom Once Upon a Koma. So ungefähr sah der auch aus. Ganz leicht abgeändert und da hatten wir dann am Anfang auch ein bisschen Klavier gespielt. Ich bin auch der Meinung, dass wir in der Demo gesehen hatten, dass man da jetzt ein paar Buchstaben noch kriegt, dass man eine Melodie spielen muss. So, an dem Kamin können wir das Spiel speichern. Herrlich. So, da haben wir unsere liebe Freundin. Knackpokop. Ich weiß nicht, ob Best Friends jetzt so richtig übersetzt ist, aber wir nehmen es so hin. Knackpokumpel finde ich tatsächlich auch ein bisschen geiler. Aber auch von 1952, ne? So, das kennen wir hier auch noch. Hier ist dann so eine... Hier zu schlafen ist echt viel besser als im Kinderbett im alten Waisenhaus. Ja. Seht ihr eigentlich immer oben links das Herz? Das pocht, das macht mich irre. Ich habe immer das Gefühl, irgendwas ist jetzt mit meinem Herzen. Okay. Ganz, wie gesagt, sehr... cool, sehr idyllisch, sehr angenehm vom Aufbau her, von der Optik. Nur am Anfang finde ich es ein bisschen komisch. Der Red Wing Park. Okay, möglicherweise sind wir hier noch nicht richtig. Ich weiß auch letztes Mal, als man hier ganz nach links gegangen ist, ganz am Anfang, da war da auch ein... war da auch was anderes. So, hier wird er mir auch schon gesagt, hier brauchst du einen Regenschirm. Dann kannst du da hochfliegen.
Red Wind Village. So, hier war, glaube ich, letztes Mal der Friseur. Und eine Tür geschrieben. Ja, dort lesen wir natürlich. Dieses Hotel ist jetzt Eigentum der Knackpo-Gang. Das heißt jetzt Knackpo Clubhaus und ihr könnt mich mal. Punky. Ja, an sich okay. Ne? Knackpos bin ich dabei. 1001, 1002, 1003. Oh, Mist. Schon wieder werde ich unterbrochen. Ich bin gerade mitten dabei, in eine Milliarde zu springen, Pete. Was? Ich habe mir gesagt, dass ich auf 1.550.000.000 springen muss. Dadurch werde ich mich unglaublich fühlen. Wenn ich das jetzt gehört hätte, hätte ich gesagt, okay, und wäre weggegangen. Aber wir fragen mal, wieso. Same reason growing my hair out to 1.73 meters will make me feel like a god. Ja, aus dem gleichen Grund, aus dem ich meine Haare 1,73 Meter lang werde wachsen lassen, weil ich mich dadurch wie ein Gott fühlen werde. Ich habe das Gefühl, wir werden hier mit dem Warum- und Wieso-Spielchen nicht irgendwie vorankommen. My therapist asked me the same stupid questions. Mind your own business, dude. Mein Therapeut stellt mir die gleichen dummen Fragen. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Alter. So, can I help you? 1015, 1016. Considering you're the reason everyone's parents have been missing all summer, I'd keep questions like that on the down low. Wenn man bedenkt, dass du der Grund bist, dass alle Eltern den ganzen Sommer über verschwunden sind, würde ich diese Frage für mich behalten. I mean, wieso? You fainted in terror as Ren was kidnapped. So the grown-ups went to Black Fork Asylum to try and find her. Ich meine, du bist vor Schreck ohnmächtig geworden, als Ren entführt wurde. Also sind die Erwachsenen zur Black Fork Irrenanstalt gegangen, um sie zu finden. They haven't been back since. Seitdem sind sie nicht wieder zurückgekehrt. Tut mir leid, ist aber auch geil. Schon okay, Kumpel. Sei nur vorsichtig, wenn du dumme Fragen stellst. Ich für meinen Teil werde gleich losziehen und deinetwegen meinen Vater suchen. Natürlich erst, wenn ich fertig bin mit Zählen. Okay, tschüss. Ja, das war ja ein sehr ergiebiges Gespräch. Man merkt, hier ist auf jeden Fall irgendwas im Argen. Jemand, ein Kind wurde entführt. Eltern sind losgezogen und jetzt kamen sie nie wieder. Edelsteinvorhängeschloss. Noch ein Edelsteinvorhängeschloss. Alles kaputt machen hier mal, ne? Wir sind Kinder. So, hier genau, hier ist der Barbershop. Hier hatten wir letztes Mal eine Schere, glaube ich, gefunden. Auf dem Spiegel wurde eine Nachricht eingekritzelt. Bitte lesen. CG CGB. So, das können wir uns merken. CG CGB. Das wird das Klavier nämlich sein. Erinnere dich an unser Lied, Pete. Ren. Wie ist das hierher gekommen? Aber auch wie ist das hierher gekommen? Okay. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall den Sinn des Spielnamens schon mal rausgefunden, ne? Es wird sich eine Melodie ergeben. 5 Melodien werden wir finden müssen. Bevor Aktion X eintreten wird. Upsi. Pietlich, endlich bist du wach. Mein Herz ist voll. Was geht ab? Ich wollte gerade mit dem Spinnenabwasserkanal gehen, um nach den Erwachsenen zu suchen. Ich muss zugeben, dass es in meinem Bauch nur so vor kleinen Schmetterlingen wimmelt. Wo? Durch das Koma musst du echt schlimme retrograde Amnesie haben. Der Spinnenabwasserkanal war unser Lieblingsort im letzten Sommer. Ich, du, Ren, alle. Stimmt. Egal, ich glaube, die Erwachsenen könnten da unten sein. Ich habe Schreie gehört. Wo ist denn Ren? Donnerwetter, du willst nicht wissen, was ich denke, mein neugieriger Freund. Okay, Preston. Wenn du es unbedingt wissen musst, glaube ich, dass nun, ja, dass deine Freundin wahrscheinlich tot ist.
Ja, nach einer Entführung, das war, ist davon auszugehen irgendwie. Oh, alleine bei dem Gedanken rutscht mir das Herz in die Hose. Ihre Epilepsie war in der letzten Zeit nicht so gut, Pete. Ich weiß nicht, wie lange sie ohne ihre Medikamente durchhält. Kannst du mir helfen? Ich helfe dir, sie zu finden, aber erst musst du in den Spinnenabwasserkanal. Okay, tschüss. Die Jukebox spielt ein altes Lied. Auf dem Bildschirm steht, dass das Lied Mama, mach mich glücklich heißt. Ein sehr verstörender Name, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, aber bevor wir jetzt gleich zurück... Also, nee, wir... C, G, C, G, B, ne? Wir haben ja auch die Melodie. Ich will es halt einfach schon mal direkt ausprobieren, ob denn mein Gedankengang überhaupt richtig ist, dass wir da jetzt das auf dem Klavier spielen müssen. Oh, achso, das war mein Fehler. So, C... G, C, G, B. Eine kleine Truhe. Roter Windschläger. Renz alter Baseballschläger mit einem krachenden Ledergriff. Dieses Ding will unbedingt etwas verkloppen. Aber auch Viereck für verkloppen. Sehr gut. Nicht gut. Das war schon mal cool. Ich glaube, hier bei den Pusteblumen war, glaube ich, irgendwas, da kann man irgendwas rausbauen. Wenn ich mich recht an die Demo erinnere, bin mir aber natürlich nicht mehr ganz sicher. Ich will einfach nur noch wie so ein Berserker durch die Gegend laufen. Aber halten wir uns auch ein bisschen zurück. Ne? Okay. Ihn selber können wir damit nicht verletzen. Der Weg ist dadurch schon mal frei, aber wir gehen jetzt erstmal oben lang. Sie ist von innen verschlossen. Okay. Ja, dann machst du nichts, ne? So, wer bist du denn? Chat, hey! Was geht ab? Wir hatten nicht gedacht, dass du einmal aus dem Koma wachen würdest, Bro. Welches Koma? Nee, das, wir wissen ja langsam, welches Koma, ne? Ja, also ich bin froh, dass du zurück bist, aber es ist echt schlimm, was dem Rennen passiert ist. Hm? Ich meine, sie wurde direkt vor deiner Nase entführt, Bro. Die Kinder sagen, dass du so große Angst hattest, dass du ins Koma gefallen bist. Aber keine Sorge, niemand verurteilt dich. Du hast dir nur zu sehr in die Hosen gemacht, um dich um sie zu kümmern. Die Schlägerin war es dir nicht wert, das verstehe ich. Die Schlägerin? Rens Spitzname, wir nennen sie alle die Schlägerin. Okay. Es fing an mit roter Windwing-Schläger an dem epischen Baseballschläger. Du hast es echt eine ganze Menge vergessen, Bro, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, wo sie ihn versteckt hat. Ich schon. Oh nein. Okay. Ja, warte mal, wir können ja mal einmal ausprobieren. Ob wir da diese Kugel hier jetzt und die hier. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber so ein bisschen buggy kann man sich da irgendwie hocheiern.
Seht ihr denn eigentlich da den Kirchturm im Hintergrund? Ist das ein Kirchturm oder ist das ein Rathaus? Da ist auf jeden Fall Licht oben an, ne? So, wo wir auf jeden Fall hin wollen, ist der Spinnenabwasserkanal. Also ich muss sagen, bis hierhin hat das die Demo halt geholfen, ne? Ich glaube, ab jetzt kommt auch nicht mehr so viel, was ich weiß. Ganz klein bisschen weiß ich noch. Oh, in diesen Käfig eingesperrt. Das geht ab. Du klingst verärgert. Ich habe eben Ren gesehen. Wirklich? Ja, ein Mann hat sie in den Spinnenabwasserkanal geschleppt. Ohne ihre Medizin, sie wird nicht lange durchhalten. Wir müssen ihr helfen. Gehen wir. Okay. Schnell, nimm den Schläger und befreie mich aus diesem Käfig. Alles klar, Bird. Sehr treffender Name. Jetzt haben wir schon mal Bird an unserer Seite. Hier ist wieder ein Kamin. Können wir hier speichern. Okay, ich sollte aufhören, so viel zu klicken. Ich hab da irgendwas gefunden gerade. Sah schon mal nach einer fetten Spinne aus. So, der Gomboyassa. Gomboyassa? Ja. Parkour! Hi! Hier oben, Pete, ich sehe dich. Der mächtige Parkour-Ninja Gomboyassa steht zu deinen Diensten. Hast du Rennen gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. Wie ein Typ sie in den Abwasserkanal, einen Spinnenabwasserkanal gebracht hat. Er ist da runtergekrabbelt und sie hat einen Käfig gezogen. Ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Was? Ich habe versucht zu helfen, wirklich, aber naja, ich habe schon John gesagt, dass ich ihm helfe, seinen Vater zu finden. Also, ja, ich bin beschäftigt. Alter. Hey, das war nur ein Witz. Ja, Ren hat mir beigebracht, wie man auf diese Eidinger kommt. Eidinger? Sie hat mir aber nicht beigebracht, wie man wieder runterkommt. Ach, auf diese Eidinger. Ja, alles klar. Versuche das rauszufinden. Wirklich? Eine Parkour-Legende, Alter. Sie hat mir diese magische, sexy Handschuhe gemacht. Die helfen mir dabei, diese Eier zu greifen. Ich nenne sie Gomboyassa-Greifer. Ich glaube, irgendwo im Haus hat sie noch ein paar. Wie dem auch sei, Alter. Wenn ich herausgefunden habe, wie ich hier runterkomme, gehen John und ich zum Friedhof. Du solltest uns dort treffen, wenn du dabei helfen willst, seinen Vater zu finden. Alles klar, Gomboyassa. See ya. Sieht wie eine Koma-Karte aus. Diese Dinger laufen in roter Windamok. Von denen verstecken sich hier unglaublich viele. Sammle sie alle ein und rüste sie aus, um dein Outfit zu verändern. Okay, und wie kann ich jetzt hier... So, da habe ich ja Karten. Okay, die Karte ist nicht dabei. Cool. Oder? Achso, also ich muss sie erstmal einsammeln. So wird nämlich ein Schuh draus. Alles klar. Ausrüstung, um ein Stirnband zu tragen. Gomboyassa ist das Kind, das sich für cool hält, weil es im Parkour macht. Aber er ist nett, also ist es egal. Machen wir mal. Jetzt haben wir auch so ein freshes Stirnband. Simeon, hey Kotzfresse, komm hierher und hilf mir, ich stecke fest. Was ist denn passiert? Ist das nicht offensichtlich Kotzfresse? Was nennt er mich echt Kotzfresse? Nein, ich habe einen Hyperaufpumperitis. Ich pumpe mich zufällig aus. Und wie kann ich jetzt helfen? Gib mir meine Nähnadel, Kotzfurz. Meine Mutter hat sie mir für Notfallplatzung gegeben. Genau für so einen Anlass. Wo? Diese kleinen Scheiße, die Spinnen. Sie haben es mir aus meiner Tasche geklaut und sind einen Baum raufgerannt. Ich kümmere mich darum. Also, ich brauche jetzt nicht nachfragen, was Spinnen sind.
Das sieht nämlich aus wie eine Spinne. Das Ding ist, auf die Dinger kommen wir tatsächlich auch erst rauf, wenn wir da diesen Greifer haben, ne? Gehe ich jetzt mal stark von aus. So. Ah ja, okay, da habe ich jetzt ein Leben bekommen wieder. Wollte nämlich gerade eben noch fragen, jetzt habe ich ja zwei Leben verloren, wie ich die denn wohl wiederkriegen könnte. So, da ist eine Nadel, da sehe ich sie schon. Ren's favorite spot. Ren's Lieblingsplatz, ja. Okay, holen wir uns aber erstmal hier die Nadel. Check it out, in the tree. Pete, sieh mal da im Baum. Ist das Simons Nähnadel? Schnapp sie dir, Vogel! Och, nein, danke! Nein, danke! So, wenn wir jetzt hier nochmal probieren. Ich glaube, wir haben keine Chance, außer wenn wir den Greifer endlich kriegen. Gut. Dann lassen wir erstmal den Fettsack platzen. Der mich ganz lieberweise immer Kotzfresse oder Kotztüte nennt. Ist wirklich liebensgewürzig von dem Bruder. Mysteriös, was das für ein Teil ist. Meine Nähnadel, gib sie mir, Arschgesicht. Hier, bring mich zum Platzen, das tut so doll weh, aber du musst mich zum Platzen bringen. 3, 2, 1. Los, los, los. Ja, naja, das war ja eine nette Nummer. Oh, ich bin direkt hinterher. So. Hier sind wir, denke ich, mal in der. Hä? Wir gehen nochmal rein. Ach so. Okay, mein Fehler. Okay, jetzt sind hier auch größere Spinnen. Okay. Also das Arschgesicht ist ja gerade da auf der anderen Seite lang gelaufen, ne? Wir gucken mal, was wir hier so veranstalten können. Was für ein Schulbus. Und das sieht aus, als wenn hier ein Hebel wäre. So, aber ich glaube, ich kann hier noch nichts machen. Ah ja, komm, die Lampen, die kann man kaputt machen. Mhm. Machen wir es mal ein bisschen dunkler hier. Okay, da haben wir ein Bild. Auch mysteriös, dass genau da so ein Bild ist, oder? So, ich habe irgendwie das Gefühl, ins Wasser darf ich nicht rein. Wüsste aber auch gerade nicht, wie ich anders da durchgehen. Oh, okay. Irgendwie Angst weiter zu gehen gerade. Dieser Tag wird echt immer schräger. Ja. Du, das sehe ich ähnlich. Vor allem steht da hinten auch Smile schon wieder, ne? Okay, wir gehen jetzt aber erstmal hier in diese Tür. Prestons Labor.
Hey Preston. Willkommen in meiner modernen Forschungsanlage. Hi. Hier, mein Freund, werde ich das Rätsel um die vermissten Erwachsenen und unsere armen Freundin Ren lösen. Es gibt keine Frage, die die Wissenschaft nicht beantworten kann. Klar. Obwohl ich zugeben muss, dass ich im Moment nur Fragen habe. Untersuchen wir die Fakten. Fakt. Unten ist ein riesiger Tausendfüßler, der anscheinend nur auf Gerüche reagiert. Fakt. Es gibt einen seltsamen Mann, der in einem roten Wind darüber hinaus rumschleicht. Ich habe sogar ein Foto von ihm beim Wasserturm im Sumpf gemacht. Okay. Ja, ja. Diese ganzen Fakten sind definitiv seltsam. Würde ich auch so sehen. Mein Gott. Mein Geist kann sich die gigantische Belohnung nur vorstellen, die ich für meine Forschungsarbeit über so verwirrende Fragen bekommen würde. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Es gibt nichts, was ein Tag voller Recherchen und Forschungsarbeit nicht schaffen könnte. Du wirst alleine. Länger alleine sein. Ach guck, Dr. Smile und ein Vogelkäfig. Also der Dr. Smile, der wirkt auf jeden Fall recht nett. Preston hat ein Diagramm aus Kreide auf die Wurzel gemalt. Ja, das lesen wir uns natürlich an. Tausendspinne. Länge 4,8 Kilometer. Okay. Alter eine Woche. Eigenschaften taub, blind und müde. Vielleicht war sie stark sediert. 4,8 Kilometer lange Schlange. Anmerkung: Erhöhter Puls tritt bei bestimmten Gerüchen auf, besonders bei Schlamm, Spinneneiern und Sand. Okay. Okay, an das Radio da oben komme ich nicht ran. Wirkt jetzt auch so, als wenn ich da gar nicht vorbeikommen würde. Hier ist jetzt auch nichts mehr, was ich noch irgendwie bearbeiten kann. Demnach gehen wir mal weiter. Toll. Okay, das wusste ich eben nicht, dass ich mit dem Schlag natürlich dann direkt wieder hochfahre. So, das sieht mir ganz arg nach Spinneneiern da aus. Wir speichern nochmal. Das finde ich ganz angenehm. Das ist Sand. Das sind Spinneneier. So viel dazu, wenn wir die Riesen. Diese Riesenschlange finden, ne? Hier sollte sie ja dann direkt zugegen sein. Warum jetzt genau hier so ein Teil ist. Ich weiß nicht. Kann ich da jetzt nicht rüber? Viele Fragen sind wirklich offen. Also ich bin da tatsächlich auf den Seiten unseres kleinen Forschers. Nein! Was ist das für ein Ding? Ja, das weiß ich doch nicht. It was that thing again. That thing had taken rest. Just a child. But his wrinkling face only smiled. I'm starving, and I need to eat. So I snatched your pal. The perfect treat. A snack like that is said to make your wrinkling skin look younger. Ein bisschen was von Britney Spears Song. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Ah, jetzt hatten wir Ren schon. Soll ich die Dinge denn da oben ausmachen? Das schaffe ich gar nicht, ne?